unser Motto ist, die Kinder sollen hier spielen, lernen und lachen. Und das ist das Schöne bei uns im Kindergarten, weil das nicht nur ein Motto ist, das irgendwo steht, sondern das leben wir jeden Tag. Mein Team, ich, die Kinder, die Eltern und jeder, der unser Haus betritt. Der Kindergarten St. Joseph ist besonders, weil wir hier einen Ort haben, wo sich jeder, der zu uns zu Besuch kommt, wohlfühlt und man die Freude und die Herzlichkeit spürt, sobald man durch unsere Eingangstür kommt. Das Schöne bei uns am St. Joseph Kindergarten ist, es ist alles ganz neu. Es hat ganz viel Platz, dass sich die Kinder ausbreiten können, spielen können in ganz vielen verschiedenen Spielmöglichkeiten, sowohl im Freispiel innen drin als auch draußen im Garten. Man kann rundherum, es ist grün, es ist ruhig und man fühlt sich einfach wohl. Auch für das Team vom St. Joseph Kindergarten war das eine spannende Reise. Schon ein Prozess, der stattgefunden hat. Aber das Großartige an dem Team ist, dass es sehr stetig ist. Es waren immer die gleichen Erzieherinnen und das pädagogische Personal da für die Kinder, für die Eltern. Und gerade die sind hauptverantwortlich auch mit, dass sich die Kinder hier, gerade die, die den Umzug mitgemacht haben, auch wirklich hier sicher und wohlgefühlt haben und das gut bewältigen konnten. Zusammenarbeit, die hier stattfand zwischen der Stadt Regensburg, dem Träger der Caritas Regensburg und hier uns als Team, war wirklich herausragend, damit wir dieses Projekt so gut schaffen konnten. Es war ein ganz gutes Miteinander, sehr lösungsorientiert, ansonsten wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Genau, angekommen.